Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration. Heute gibt es einen Tag für euch. Ich habe nämlich den Harry Potter Tag heute für euch. Nachdem ich das Tattoo mit den Heiligtümern des Todes hier am Handgelenk hatte, gab es die Frage, ob ich das mal machen würde, und einige andere hatten auch noch zusätzlich Harry Potter Fragen gestellt. Und dann dachte ich, mache ich einfach den Harry Potter Tag, beantworte ich alle Fragen gleichzeitig. Und ich habe leider keine feste Fragenreihenfolge oder feste Fragenzusammenstellung gefunden im Internet. Deswegen habe ich mir das so ein bisschen selbst zusammengestellt. Habe das Ganze hier auf meinem Tablet. Und insgesamt sind es 10 Fragen. Und ich versuche, das Ganze möglichst kurz zu halten und mich nicht zu sehr zu verquatschen. Harry Potter ist eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Deswegen hatte ich auch das Tattoo gewählt. Ich fange einfach mal direkt an. Meine Harry Potter Geschichte, deine erste Begegnung mit Harry Potter, also meine erste Begegnung. Ich war 12, also es war 2000, und damals gab es so die ersten Gerüchte und die ersten Meldungen halt zu der Verfilmung. Und ich weiß noch, wir haben dann die Bücher bekommen, mein Bruder hat sie bekommen, damals zum Geburtstag im Spätsommer, und das war das zweite und das dritte Buch, weil das erste war damals komplett vergriffen und wurde gerade nachgedruckt, und also mein Bruder Thomas durfte dann als erstes das zweite lesen und ich habe mit dem dritten angefangen, und danach haben wir dann getauscht. Also mein erstes Harry Potter Buch war tatsächlich das dritte. Und ja, danach habe ich alle Filme direkt gesehen, alle Bücher direkt gelesen. Ein Buch haben wir sogar um Mitternacht geliefert bekommen auf Deutsch. Sonst habe ich die Bücher auch vielfach auf Englisch, also ich habe sie alle auf Englisch bekommen, als sie direkt rauskamen, immer am Erscheinungstag. Und dann die zweite Frage, ja, ist im Prinzip dadurch schon beantwortet. Hast du alle Bücher gelesen, alle Filme gesehen? Ja. Erledigt. So, die dritte Frage. Mein liebster Harry Potter Band, mein liebster Harry Potter Film und jeweils der schlechteste. Mein liebster Harry Potter Band war auch mein erster. Habe ich hier. Habe ich sogar auch auf Englisch. Habe ich auf Englisch und auf Deutsch. Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Und dann der, mein liebster Film. Also, ihr seht schon, wo die ganze Sache hingeht bei mir. Und auch mein liebster ist, also die sind beide so auf 1 und die habe ich auch beide am häufigsten gesehen, Harry Potter und der Halbblutprinz. Da ist hauptsächlich der Film einer meiner Liebsten, weil ich mag diese ganzen Teenie-Liebesgeschichten, auch eine meiner großen Schwächen. Diese ganzen Teenie-Liebereien, diese ganzen Beziehungsdramen, die dann hochkochen, mag ich sehr gerne, finde ich super lustig und kann ich mir nicht oft genug anschauen. Auch die Weihnachtsfeier in dem Film ist super gut, finde ich. Also ist eins so meiner absoluten Highlights. Beim schlechtesten Buch, das finde ich ganz, ganz schwierig. Da kann ich gar keins wirklich ausmachen. Das erste ist zu kurz, natürlich. Wenn man sich überlegt, wie kurz es natürlich ist, aber ich mag es auch unheimlich gerne. Da will ich mich gar nicht wirklich festlegen. Der schlechteste Film, muss ich leider sagen, also den ich auch am wenigsten häufig gesehen habe, ist der erste Teil vom 7. Das nicht unbedingt, weil ich die Handlung nicht mag. Ich mag einfach die Struktur nicht. Ich mag einfach die Trennung nicht der beiden Filme. Es mag richtig gewesen sein, aber vielleicht hätte man es auch irgendwie anders lösen können. Ist natürlich auch eine wirtschaftliche Frage immer, aber wie gesagt, ist der einfach der, den ich am wenigsten häufig gesehen habe. Nummer 4. Gibt es Szenen aus dem Buch, aus dem Film, die dir besonders wichtig sind, an die du dich besonders gerne erinnerst? Ich mag einfach die Szene in der heulenden Hütte sehr gerne. Auch wieder hier das dritte Buch und der dritte Film mit Snape, Lupin und Sirius. Das ist so eins meiner, dieses Zusammentreffen ist eins so meiner Highlights in allem. Dein Lieblingscharakter, dein Hasscharakter ist Nummer 5 von der Frage her. Mein Lieblingscharakter ist Sirius auch. Auch wieder mit dem dritten Buch. Ich mochte das alles sehr, sehr gerne. Und hat auch wahrscheinlich als auf mich mit 12 Jahren einen riesengroßen Eindruck gemacht. Und ich mag es immer noch super gerne. Und Luna. Luna dann ab dem 5. Buch mochte ich auch. Ich mag auch die Schauspielerin sehr, sehr gerne. Einfach auch ein ganz, ganz toller Charakter. Hasscharakter. Umbridge auch im 5. Teil. Widerlich. Absolute widerliche Frau. Es geht gar nicht. Auch das mit den Katzen. Oh, furchtbar. Furchtbar. Nummer 6. Auf welches Detail aus dem Buch hast du dich im Film besonders gefreut? Da auch wieder die Szene mit der heulenden Hütte, wie das Ganze umgesetzt wurde mit dem Tunnel und den Tieren und dem Werwolf. Da war ich ganz, ganz gespannt drauf. Da war ich dann
Es war kurz vor meinem 16. Geburtstag, als ich den Film gesehen habe. Auch finde ich super, super gut immer noch. Und da kommt noch dazu die Szene aus dem 5. Teil mit der Mysteriumsabteilung unten im Keller. Da habe ich mich besonders drauf gefreut. Da war ich mit der Umsetzung nicht hundertprozentig glücklich. Ich hätte mir das Ganze noch länger und noch detailreicher gewünscht. Aber das sind halt immer so Wünsche, die man halt dann nicht so ganz erfüllt bekommt. Und ich gehe schon zur nächsten Frage über direkt dabei. Nummer 7. Was stört dich an den Verfilmungen? Wenn ja, was? Ja, wie gesagt, das ist mir alles nicht detailreich genug. Solche Sachen hätte ich mir halt noch detailreicher gewünscht. Und auch einige Handlungselemente hätte ich mir halt nicht mehr ausgeschmückt, einfach mehr erklärt. Einfach Sachen, es gehen viele Sachen einfach im Film unter. Nummer 8, Lieblingsschauspieler. Gary Oldman auch. Dann die Schauspielerin von Luna, deren Name mir gerade entfallen ist. Normal weiß ich ihn erst gerade weg. Rupert mag ich sehr gerne. Und ja, ich glaube, das waren sie. So, das sind so die allerliebsten, die ich habe. Nummer 9, in welchem Haus wärst du am liebsten? Ja, da habe ich mein Handy. Muss ich euch zeigen. Ja, ich glaube, da werden jetzt einige das auch wieder kritisieren. Das ist immer so eine schwierige Frage. Aber ich glaube, das ist Hufflepuff ist ein sehr angenehmes Haus, um da zu sein. Ich glaube, da sind alle nett, alle freundlich und es ist nah an der Küche. Und ich glaube, ich wäre da glücklich. Ich hoffe es. Also, das wäre mein Haus. Da ist es nochmal. Und Nummer 10 zum Abschluss. Welches Haustier hättest du gerne? Da habe ich auch wieder was mitgebracht. Sogar zwei Sachen. Also entweder ein Drachen, am liebsten auch so einen kleinen, also so einen niedlichen kleinen Drachen, wie die von Fred und George, die Makronen da rösten. So einen hätte ich gerne. Das wäre sehr, sehr cool. Und wenn das nicht geht, dann hätte ich gerne so ein... da klebt was dran. Ja, das soll natürlich nicht sein. Bei uns klebt auch manchmal irgendwo was dran. Ein Knuddelmuff, also wie bei Star Trek die Tribbles. Also so ein kleines, rundes Ding, was nur schnurrt und Popel frisst, wie es hier steht. Sehr sympathisch. Also das wären so meine beiden Tiere. Sehr unterschiedlich, aber so, das wär's. Das wären so die Tiere und das wäre dann auch schon der Tag gewesen. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und gefallen. Und wenn es so ist, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Lust auf Do It Yourself habt, was es jetzt in diesem Video natürlich nicht gab, dann schaut mal bei uns im Kanal vorbei, lasst uns vielleicht ein Abo da. Und wenn ihr noch mehr Harry Potter Fragen habt, schreibt sie einfach unten in die Kommentare, wenn euch irgendwas gefehlt hat in dem Tag. Dann stellt mir die Fragen einfach unten, ich beantworte sie euch dann noch hoffentlich. Und ja, wenn ihr mir erzählen wollt, wie eure Antworten gewesen wären, schreibt es mir auch einfach unten rein. Und ja, sonst bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration.